Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, was wir diesmal machen, sind ein paar Datenstrukturen der JVM. Also Datenstrukturen, die schon tatsächlich von Oracle für euch implementiert wurden und die ihr einfach nur noch benutzen müsst. Das ist manchmal gar nicht so einfach und ich möchte auch, dass ihr versteht, was dahinter steckt und wann man am besten welche benutzt. Ja, also fangen wir an mit dem Hashset. Das Hashset habe ich schon mal importiert. Steht hier oben Java Util Hashset, könnt ihr aber einfach so benutzen und dann steht es da. Das Hashset ist auch ein Generic wie die Liste, denn man möchte ja Sachen drin speichern und ja, deswegen braucht es diese Spitzenklammern hier zu Generics. Werde ich demnächst mal irgendwann noch Videos machen, das ist aber ein größeres Thema. Deswegen hier nur grob. Man kann quasi einen Datentyp hier angeben und von diesem Datentyp werden dann Sachen gespeichert. So kann man sich das vorstellen. Ja, ich nenne das ganze Ding einfach Maha und dann haben wir hier ein New Hashset. Natürlich auch vom Typ String. Und ja, ein Hashset ist quasi eine. Ihr könnt es euch vorstellen wie mehrere Listen, beziehungsweise eine Liste, die sich jeweils ein Array hält. Und in die werden möglichst effizient nach einer gewissen Hash-Funktion die Elemente eingetragen. Und doppelte Elemente gehen da drin nicht. Aber wenn ihr sie einfach hinzufügt, also sagen wir mal, ich habe hier h.add und dann sagen wir hier hallo und wir sagen nochmal h.add hallo, dann können wir uns mal die Größe ausgeben lassen und sehen, dass da im Prinzip nur dieses eine Element hallo drin ist. Sysout h.size. Ja, es ist nur dieses eine Element drin, nämlich dieses Hallo, was wir hier hinzugefügt haben. Das heißt, es gehen keine doppelten Elemente, aber oftmals braucht man auch gar keine doppelten Elemente, denn es ist wirklich, ja, es wird automatisch schon sortiert sozusagen, dadurch, dass es eben durch diese Hash-Funktion direkt in dieses Array, beziehungsweise erstmal in die Liste und dann in das Array eingeordnet wird. Dadurch kann halt auch pro Eintrag wirklich immer nur ein Element entstehen. Ja, es ist ein bisschen komplizierter, da durch zu iterieren, deswegen möchte ich euch das auch mal zeigen. Wir haben hier h. Wir haben die Möglichkeit, nach Contains zu gucken, also wir können gucken, ist ein Objekt gerade drin. Das packe ich am besten auch mal in ein sysout, dass wir das direkt prüfen können. Sysout h.contains und na, hallo. So. Und das wird uns jetzt natürlich true ergeben. Wohingegen, wenn ich hier das Ganze klein schreibe, muss man natürlich immer drauf aufpassen, wird es natürlich false ergeben. Also ich glaube, ihr kennt die Contains-Methode. Was aber auch noch cool ist, wir können hier die Contains-Methode auch mit der ganzen Collection aufrufen. Und eine Collection ist zum Beispiel auch so ein Hashset. Das heißt, wir können prüfen, ob eine Sammlung von irgendwelchen Daten da gerade schon vorhanden ist. Also ob mehrere Elemente vielleicht da sind. Was auch nicht übel ist. Genau. Ja, was gibt es noch für Methoden, die ihr unbedingt kennen solltet? Ihr solltet natürlich die addAll-Methode kennen. Das ist natürlich dann auch eine Collection, die hier hinzugefügt wird. Ja, gibt es einmal mit einer Collection und einmal mit einem Abstract-Set. Keine Ahnung, was genau der Unterschied zwischen den beiden ist. Aber es ruft so oder so die richtige auf, also probiert es einfach und nehmt einfach die addAll-Methode, wenn ihr könnt. Ja, genau, isEmpty ist natürlich, dann prüft, ob ein Element, ob überhaupt ein Element drin ist. Remove und removeAll. RemoveAll funktioniert dann auch mit einer Collection und ich werde euch dann natürlich auch noch gleich zeigen, wie man die initialisiert und so. Size hatten wir ja schon. Genau, und jetzt kommen wir zum Iterator. Ein Iterator ist quasi eine Möglichkeit, da durchzulaufen. Hier unten gibt es die einfache Methode, dass man einfach hier eine for-each-Funktion aufruft. Ja. Das Problem ist, dass diese ganze Sache mit diesem Consumer hier, das arbeitet dann halt auf allen Elementen und macht dasselbe bei allen Elementen. Das möchte man nicht unbedingt haben, manchmal möchte man sie zum Beispiel auch auslesen. Und dazu brauchen wir eben diesen Iterator hier. Ja, deswegen muss ich hier gerade mal raus aus dem sysout. Und zwar macht man das, indem man sagt while. Und dann holen wir uns, erstmal einen Iterator. Und weisen den zu.
Hier gibt es nämlich auch eine Klasse Iterator. Nicht Iterable, Iterator. Da unten. So, Iterator i gleich h.iterator. Ja, das ist jetzt natürlich doof, weil er das falsch importiert hat. Der ist natürlich sehr schlau. Ja, ich muss hier hinten dran natürlich auch noch den Typ angeben. Ist natürlich auch wieder ein String. Und jetzt importierst du bitte das Richtige. Java Util ist es, nicht irgendwelche HTML-Dokumente. So, ja, und während jetzt, also solange i ein neues Element hat, also ein nächstes Element, sprich i.hasNext, das gibt uns gleich den Boolean zurück, solange wollen wir Folgendes tun. Wir wollen in dieser While-Schleife, und dann können wir tatsächlich auf alle Elemente drauf zugreifen, indem wir einfach sagen, it.next. Ah, ich habe es i genannt. i.next. So. Und ja, dieses i.next liefert uns einen String. Und diesen String können wir natürlich ausgeben. Sprich, das liefert uns erstmal den String, den wir hier gerade haben, und setzt dann den Iterator auf das nächste Element drauf. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann kommt hier natürlich Hallo raus und ansonsten kommt nichts mehr raus. Wenn ich jetzt hier allerdings noch ein paar andere Sachen mache, h.add abc oder absc, was auch immer. So, dann sehen wir, dass es hier tatsächlich auch alles ausgibt und wir können auf die ganzen Elemente drauf zugreifen. Sehr schön. Gut. Ja, jetzt zu Collections. Wie kann man so eine Collection initialisieren? Wir schreiben einfach mal hier Collection C gleich New Collection und schauen, was passiert. So, genau. Ja, eine Collection lässt sich nicht initialisieren, weil diese Collection ist quasi das Interface für alles. Und das Coole ist, dass ihr Collections im Prinzip schon kennt. Denn ich habe euch ja schon angedroht, Hash-Sets sind auch Collections. Ja, das, obwohl, das doch, das brauchen wir. Hash-Sets sind Collections, das, was ich euch als nächstes zeige, die Tree-Sets, die ich wahrscheinlich dann tatsächlich ins nächste Video auslagern muss, die sind auch Collections. Und, aber was ihr auch schon kennt, ist eine Array-Liste. Und zwar eine stinknormale Array-List über einen String ist auch eine Collection. Und das ist hier natürlich dann auch vom String. So, und ja, das ist jetzt quasi eine Collection und ihr könnt auf dieser Collection C alles hinzufügen, denn Add wurde schon davor definiert und so weiter und so fort, und ihr könnt dann ganz einfach, sagen wir mal hier, irgendwelche Strings hinzufügen. Oftmals kriegt man die ja tatsächlich sogar als Liste zurück. Und dann könnt ihr, wenn ihr hier 100 Stück irgendwie durch eine Liste zurückkriegt, könnt ihr die in euer Hashset eintragen und schon ist alles fertig. Ja, jetzt natürlich, warum Hashsets benutzen und nicht stinknormale Listen, upsala, stinknormale Listen benutzen? Ja, erstmal mag das vielleicht ein bisschen komplizierter erscheinen, wenn wir hier so ein Hashset benutzen, weil wir ja nicht direkt einfach eine Get aufrufen können, wie bei einer Array-Liste. Das spricht natürlich für eine Array-Liste. Aber ein Hashset ist auch eigentlich gar nicht so blöd, wenn man zum Beispiel Duplikate loswerden will. Also sagen wir mal, in dieser Array-Liste sind über 100 Einträge und ihr wollt jetzt natürlich nicht durchgucken, ob jetzt da wirklich 100 Sachen, ja, ob die hier gleich sind oder ob die nicht gleich sind. Und dann packt ihr das ganze Zeug einfach erstmal kurz in Hashset rein und dann erstellt ihr euch eine neue Liste, die genau aus diesem Hashset quasi rüberläuft. Also man kann sich ja auch eine Liste erstellen. Man kann ja auch von der Liste hier, Moment, ich schreibe da mal, ja, hier, Punkt, und dann hat man hier die Möglichkeit, auch Add All und dann das über eine Collection hinzuzufügen. Sprich, man kann auch für eine Liste alle Einträge von der Hash, von einem Hash-Set wieder zurückbringen. Das heißt, ihr, wenn ihr einfach Duplikate loswerden wollt, dann schreibt ihr euch die ganzen Einträge von dieser Array-Liste in das Hash-Set mit Add All und dann wieder von dem Hash-Set zurück in die Liste und schon habt ihr keine Duplikate mehr. Ziemlich cool eigentlich. Ja, das spricht natürlich auch dafür, dass man das mal zumindest kennt. Weiter möchte man noch wissen, dass hier ein Hashset keinerlei Ordnung irgendwie enthält. Das mag jetzt natürlich vielleicht erstmal schlecht sein,
Deswegen gibt es übrigens auch keine Get-Methode. Aber es ist eigentlich auch ganz cool, wenn man das nicht alles ordentlich halten muss. Denn ja, dadurch kann ein Hashset deutlich schneller sein als eine Array-Liste. Und wenn ihr dann tatsächlich mal über 1000 Einträge da drin habt, dann ist Schnelligkeit tatsächlich wichtig. Das bedeutet, wenn wir hier ein Hashset haben, dann ist es eben ein bisschen intern anders gespeichert als eine Array-Liste und läuft einfach deutlich schneller. Ja, das war es eigentlich zum Hashset. Ich möchte euch aber noch kurz die Hashmap vorstellen. Die ist nämlich auch gar nicht so blöd. Wobei ich sehe gerade, wir sind schon wieder über 10 Minuten. Ja, dann lagere ich das einfach mal ins nächste Video aus und ihr bleibt gespannt und schaut weiter hinzu. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.